Europacup-Platz. Die bisherigen Saisonduelle dieser beiden Mannschaften sind sehr torreich verlaufen. 2:2, 3:2, 1:2 macht er unter dem Strich 12 Treffer in den bisherigen 3 Duellen. Apropos Tore, er trifft auch wieder. Philipp Hosener, nach einer längeren Durchstrecke weiß er wieder, wo das gegnerische Tor steht. 2 Tore zuletzt beim 3:2-Sieg in Kapfenberg. Mit nur 9 Treffern ist der 22-Jährige nicht nur bester Admira-Torschütze, sondern auch momentan die Nummer 3 im Bundesliga-Ranking. Innsbruck-Trainer Walter Kugler muss auf Mittelfeld-Dauerbrenner Tomasz Abraham wegen Geldsperre verzichten. Statt ihm spielt Schwenocher den zentralen Abräumer. Die Anfangsphase gehört den Südstädtern. Marcel Sabitzer, der heute von einem Schalke-Scout beobachtet wird. Flanke, Hosener steigt hoch, aber nicht hoch genug. Philipp Hosener, exakt 126 Tage musste er warten. Zwischen Saisontreffer 7 im Dezember und den Nummern 8 und 9 vergangene Woche in Kapfenberg. Die Kübauer noch ruhig, noch auf der Bank. Die Innsbrucker nicht defensiv, ganz im Gegenteil. Bilgen, der heute sein Saisondebüt in der Startformation gibt. Schöner Ball zur Mitte, Harding mit Kopf. Zu ungenau. Das alles nach 9 Minuten. Und nun nicht mehr auf der Bank Didi Kübauer, weil der Durchblick fehlt. Deswegen seine Beschwerde beim Schiedsrichterassistenten wegen Sichtbehinderung durch den 4. Unparteiischen. Und was Kübauer danach sieht, das sind starke Tiroler, die immer wieder für Gefahr sorgen. 15. Minute. Wernitznik heute als Solospitze vor Bärstaller und Schreter. Guter Schuss und Patrick Tischler kann parieren. Verhindert Saisontreffer Nummer 6 des jungen Kärntners im Press der Innsbrucker. Die Tiroler nach wie vor aktiver mit mehr Vorwärtsdrang. Innenverteidiger Marco Kofler mit dem hohen Ball zu Bärstaller. Wernitznik zum ersten, Wernitznik zum zweiten. Der Ball kommt zu Julius Bärstaller und in der 21. Minute führt Wacker Innsbruck durch den 4. Saisontreffer von Bärstaller mit 1:0. Aber dieser Treffer hätte nicht gelten dürfen, denn Wernitznik beim Zuspiel von Bärstaller in Abseitsstellung. Die ansonsten so heimstarke Admira findet kein Mittel gegen das sehr gute Spiel der Tiroler. Bärstaller über links in die Mitte, am Kreuzig vorbei. Pausenführung für die Innsbrucker. Interessierte Beobachter und der 21-Teamchef Werner Gregoritsch und Herfried Sabitzer, Vater von U19-Teamstürmer Marcel Sabitzer. Die zweite Spielhälfte beginnt, wie die erste geendet hat. Ballverlust im Admira-Mittelfeld und jetzt geht's schnell. Die Innsbrucker bei ihren Angriffen flott, dynamisch. Ball zu Harding, der hat Platz, viel Platz, Zeit, zu viel Zeit. Wird sich das für die Kugel 11 rächen? Die Admira gefährlich bei Standards. Soleimani kurz zu Jeschek. Perfekte Ballannahme, gute Flanke. Ball kommt zu Marcel Sabitzer. Schaffer mit Fußabwehr. Sabitzer zuletzt im Unter-19-Team Elfmeter-Torschütze beim 3:0 Prestigeerfolg gegen den altersgleichen Nachwuchs aus Italien. 56. Minute, Eckball für die Admira. Mwungo trifft da. Schwenocher im Strafraum. Schiedsrichter Hakam aus der Steiermark zögert nicht. Zeigt Schwenocher die gelbe Karte und auf den Elfmeterpunkt. Philipp Hosener feuert an. Jeschek zum 4. Mal in dieser Saison vom Elfmeterpunkt und es steht 1:1. Das alles in der 57. Minute. Keine Chance für Schaffer, perfekt geschossen von Jeschek. Saisontreffer Nummer 9 des Tschechen, der 4. per Penalty. Insgesamt bereits Elfmeter Nummer 6 in dieser Saison für die Niederösterreicher. Jeschek mit Platz, nutzt diesen mit einem Traumpass auf Mwungo. 74. Minute, der Matchball. Und Schaffer zeigt, warum er mit seinen 37 Jahren immer noch zu den Besten in der Liga zählt. Didi Kübauer ohne Worte, das war's. 1:1 der Endstand. Eine Punkteteilung, über die vor allem die Niederösterreicher nicht so richtig glücklich sind. Wir wollten die 3 Punkte machen, aber aufgrund der ersten Halbzeit haben wir es nicht verdient. Weil erste Halbzeit, muss ich sagen, waren wir eigentlich den 0:2 näher wie den Ausgleichstreffer. Und deshalb wäre es nicht verdient gewesen, wenn wir 3 fahren. Didi Kübauer kann mit dem Punkt nicht viel anfangen. Wie geht es Ihnen? Ja, wir können was damit anfangen. Also wir haben auswärts einen Punkt gemacht, wissen aber natürlich, dass wenn wir international spielen möchten, dass er vielleicht ein bisschen zu wenig ist, der eine Punkt. Kübauer und Kugler, Admira und Innsbruck. Beide haben immer noch Chancen auf einen Europacup-Startplatz.